Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Morgenmut am Samstagmorgen mit Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Vielleicht kannst du diese Erfahrung teilen und vielleicht kannst du einstimmen in dieses Lied. Der Herr hat dir geholfen, du hast auf ihn vertraut und er hat eingegriffen in einer großen oder kleinen Krise oder Not in deinem Leben, in deinem Umfeld. Er hat auf Gebet geantwortet und mich ermutigt das so sehr, davon zu hören und ja, mich daran zu erinnern, wo das bei mir so war, wo ich in einer Situation war, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht und Gott hat eingegriffen. Ich habe Rückmeldung gerade bekommen von jemandem, der die Botschaften hier in dem Kanal hört und sagt, ja, und das habe ich erlebt. Gott hat eingegriffen. Und es passte zu dem, was du gesagt hast. Das baut mich dann wieder auf. Und wir wollen den Herrn loben mit einem Lied, auch wenn wir gemeinsam noch nicht laut singen können im Gottesdienst. Aber er verdient unser Lob. Vielleicht sagst du aber auch, ja, das klingt ja gut und wenn es mal so wäre, wäre ja schön. Aber wo erlebe ich das denn? Oder es ist schon so lange her. Und dann hörst du das von anderen Leuten, was sie erleben mit Gott. Und es zieht dich eher noch weiter runter, weil du das Gefühl hast, ja, allen anderen hilft er nur mir nicht. Dann will ich dir sagen, das, was andere erfahren, nimm das für dich. Das, was Gott anderen an Verheißung schenkt, das nimm für dich persönlich. Sag da so, das ist derselbe Gott, der auch mit mir ist. Das ist derselbe Gott, dem auch ich folge. Und wenn er dem oder der das Gebet erhört hat, dann hört er auch meine Gebete, auch wenn ich es noch nicht sehe. Dann will ich umso mehr festhalten. Dann will ich jetzt schon einstimmen in das Lob. Dann will ich jetzt schon mitjubeln, selbst wenn ich noch mittendrin bin in meiner Krise. Aber ich weiß, es ist ein Gott, der aus Krisen hilft. Ich finde das spannend hier in der Luther-Übersetzung. Auf ihn hofft mein Herz, Gegenwart, und mir ist geholfen. Andere haben es, ich habe auf ihn gehofft und dann hat er geholfen. Aber vielleicht ist das auch diese Perspektive. Schon in dem Vertrauen, in dem ich Vertrauen investiere, erlebe ich schon, ja, er ist da. Er stärkt mich. Auch wenn die vollkommene Rettung, die vollkommene Hilfe noch aussteht. Ich will auf ihn bauen, ich will auf ihn hoffen. Er ist meine Stärke und mein Schild. Und ich habe es selber erlebt. Ich habe in Gottes Wort davon gelesen, ich habe es bei anderen gehört. Und das bringt mich dazu, immer fester daran festzuhalten. Er ist treu, er ist meine Stärke, er ist mein Schild. Mein Herz ist fröhlich, ich will ihn loben mit meinem Lied. Stimm doch ein in dieses Lied. Herr, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass wir es schon erlebt haben. Und wir danken dir, dass wir es von anderen hören, die es erleben. Wir wollen uns davon aufbauen lassen, ermutigen lassen. Weiter auf dich vertrauen und dir unser Lied singen, Herr, denn du bist würdig, gelobt zu werden. Amen.